Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wenn es eine HIV-Übertragung tatsächlich im Einsatz gegeben hätte, hätten wir sicherlich darüber nicht nur in der Bild-Zeitung gelesen. Und dass Sie HIV als Krankheit bezeichnen, Herr Juncker, macht heute noch einmal deutlich, dass Sie zumindest in diesem Gebiet kein Experte sind und sogar, dass Sie auf diesem Gebiet überhaupt keine Ahnung haben. Im vorliegenden Antrag geht es um die Speicherung der Merkmale geisteskrank und Ansteckungsgefahr im polizeilichen Informationssystem POLIX. Das Abgeordnetenhaus hat im Jahre 88 tatsächlich beschlossen, die Speicherung dieser Merkmale in polizeilichen Informationssystemen nicht mehr zuzulassen, mit der Begründung, dass sie für die Betroffenen stigmatisierend sind. Eine damals sinnvolle und richtige Entscheidung, wie ich finde. Aufgrund eines Beschlusses des Arbeitskreises 2 der Innenministerkonferenz in Berlin hat aber die Senatsverwaltung die Entscheidung getroffen, die personengebundenen Hinweise nun wieder zu verwenden. Was hat sich denn seit dem Jahr 88 in Berlin geändert, dass Beschlüsse des Parlaments von jetzt auf gleich für die Verwaltung nicht mehr bindend sein sollen? Hätte es nicht zumindest zum guten demokratischen Ton gehört, das Parlament zu befragen, ob es an seinem Beschluss festhalten möchte, ehe man als Verwaltung eigenmächtig handelt? Ich meine ja. In der Henkelschen Behörde scheint man das anders zu sehen, und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auf jeden Fall ein Problem. Zum Inhalt. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren in dieser Stadt geändert, sodass jener Beschluss aufgrund der vergangenen Zeitspanne keine politische Bildungswirkung mehr entfalte? Weder ist die Ansteckungsgefahr für Polizistinnen und Polizisten signifikant gestiegen, noch die Anzahl sogenannter gefährlicher Geisteskranker. Auch im Datenschutzbericht des Berliner Datenschutzbeauftragten aus 2012 wird darauf hingewiesen, dass die Hinweise geisteskrank und Ansteckungsgefahr für die geltend gemachte Eigensicherung der Polizei nicht erforderlich seien. Insbesondere gäbe es keine Fälle von Ansteckung durch eine infizierte Person. Dem ist eigentlich nichts weiteres hinzufügen, meine Damen und Herren. Die sachliche Begründung für die Änderung der Praxis ist somit äußerst fraglich. Dass es nun alle anderen Länder auch tun, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kein Argument. So wie es keine Gleichheit im Unrecht gibt, so sollte es auch keine Gleichheit im Unsinn und keine Gleichheit in der Stigmatisierung geben. Auch dies ist ein Problem. Geisteskrank. Was soll denn das überhaupt sein? Es gibt Hunderte von psychischen Leiden, von denen die allermeisten völlig ungefährlich sind. Es ist nicht einzusehen, wieso das BKA und die Innenverwaltung die Kriterien, nach denen diese Merkmale vergeben werden, als Verschlusssache einstufen. Die pauschale Behauptung, die Preisgabe der Hinweise zur Vergabe dieser Merkmale könne, Zitat, dem Wohle eines deutschen Landes schwerwiegende Nachteile bereiten oder zu einer schwerwiegenden Gefährdung des Allgemeinwohls führen, indem sich etwaige Täter darauf vorbereiten könnten und Rückschlüsse auf polizeiliche Taktiken ziehen könnten, ist mir in diesem Zusammenhang nicht verständlich. Ich frage mich, wie das aussehen soll, denn in dieser Pauschalität scheint es mir lebensfremd zu sein, und ich frage mich außerdem, was denn so geheimhaltungsbedürftig an der Information ist, ab wann die Berliner Polizei jemanden für geisteskrank hält. Außerdem verwehrt sich der Senat durch diese Politik des Mauerns die Chance, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt davon zu überzeugen, warum die Aufnahme dieser Merkmale nun wieder notwendig sein soll, wenn es über 20 Jahre auch gut ohne ging. Aus unserer Sicht sind die Merkmale nicht nur völlig sinnlos, sondern sogar diskriminierend. Die Vorstellung von einem Infizierten, der auf andere Menschen losgeht,
mit der Absicht, sie anzustecken. Das ist ein Rückschritt in die 80er Jahre und erinnert an die Schauermärschen über HIV-Infizierte. Ich will nicht, dass unsere moderne, bürgernahe Polizei mit solchen stigmatisierenden Begriffen arbeitet, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Henkel. Zu guter Letzt, wir haben ein allgemeines Datenbankproblem. Der Grundsatz des § 3a des Bundesdatenschutzgesetzes, der zur Datensparsamkeit aufruft, wird zu Makulatur. Wenn staatlicherseits immer umfangreichere Datensammlungen angestellt werden und dies nun als Lösung irgendeines Problems dargestellt wird, was es nicht ist. Der Datenschutz ist ein Grundrecht. Lassen Sie ihn uns daher ernst nehmen und zumindest auf die Speicherung dieser stigmatisierenden Merkmale verzichten und gemeinsam eine Debatte darüber führen, in welchem Rahmen und in welchem Umfang polizeiliche Datensammlungen überhaupt notwendig sind. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lux? Ich komme gleich zum Schluss. Seite, wo wir lieber Datensparsamkeit wehren lassen. Für meine Fraktion Die Linke sind diese personengebundenen Hinweise weder geeignet noch erforderlich. Deshalb besinnen Sie sich und machen diesem Unsinn ein Ende. Danke sehr.